Hey Bayern-Fans, Fußballfans und Fußballverrückte, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder das erste Mal dabei seid. Ich habe jetzt endlich mal die Zeit, mir die Pressekonferenz anzuschauen und werde natürlich jetzt auch wieder darauf reacten. Mal schauen, was mir da wieder so einfällt. Also, wenn ihr mein ganzes Gequatsche nicht hören wollt, schaut euch die PK am besten auf dem YouTube-Kanal von Bayern München an oder auf der Website von Bayern München. Ich werde euch beides wie immer in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr aber ja, meinen Senf dazu, den ich dazu zu sagen habe, hören wollt, bleibt gerne dabei. Schreibt mir unten eure Kommentare rein. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne auch ein Abo da, aber fühlt euch dazu natürlich nicht genötigt, aber es kostet ja nichts. Genau, und bevor ich jetzt hier noch lange quatsche, werden wir jetzt sofort reingehen und mal schauen, was da wieder für interessante Fragen an Herr Tuchel kommen. Und ob da auch eine Frage zu Leroy Sané kommt, da werde ich dann bestimmt pausieren, falls da eine Frage kommt. Also ab geht es und ich wechsle sofort die Ansicht und mache mich ein bisschen kleiner. Gut und hallo zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Lilien gegen Bayern München. Wir gehen direkt zu den Statements über. Herr Tuchel, Ihre erste Einschätzung bitte. Ja, wir sind natürlich froh über den Sieg, über den Auswärtssieg, über den verdienten Sieg. Wir haben uns über die ganze Spielzeit Torchancen rausspielen können, auch große Torchancen. Und ich denke, dass wir es verdient haben, so viele Tore zu schießen. Es gab trotzdem Schreckmomente natürlich. Und mit dem 0-1 und mit den großen Torchancen, zwei oder drei, die wir in der ersten Halbzeit. Oh ja, Schreckmomente, wo Kane gegen den Pfosten geknallt ist, dann noch Pavlovic eins gegen das Auge gekriegt hat, da ja einmal getroffen wurde. Also es waren wieder ein paar Aktionen dabei, aber ich glaube keine schwerwiegende Verletzung. Falls ihr interessiert daran seid, meine Spielanalyse euch mal anzuhören, ich habe diesmal was komplett anderes gemacht. Ich glaube, das wird mein Ding für die Zukunft werden. Und zwar habe ich mich beim Spiel hingesetzt, mein Handy platziert und immer dann, wenn ich irgendwas Interessantes meinte, zu sagen zu haben, oh, was für ein Deutsch, dann habe ich auf Aufnahme gedrückt und während des Spiels quasi eine Analyse gemacht, kommentiert, auch während dem Spiel schon zum Teil Noten verteilt, nach dem Spiel nochmal Noten für die Spieler verteilt. Ich denke, das könnte mein Konzept werden, weil ich dann, also ich hatte letztens eine Watchparty, einen Livestream während dem Spiel, da ist mir aufgefallen, es war zwar total interessant, mit dem Chat da zu kommunizieren, aber das Spiel ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigeflossen und das fand ich ein bisschen schade. Dann ist mir aufgefallen, wenn ich die Analyse nach dem Spiel mache, ich habe häufig direkt nach dem Spiel nicht direkt die Zeit, weil ich halt noch eine Tochter und eine Frau habe, dann vergesse ich einfach wieder vieles und bin nicht mehr so im Spielgeschehen drin. Aber wenn ich während dem Spiel kommentiere, das ist, glaube ich, genau mein Ding. Also schaut euch das mal an. Tonqualität war am Anfang nicht so toll. Das hat sich dann aber nach einer Zeit geändert, wo ich gemerkt habe, dass ich irgendwas nicht richtig angeschlossen hatte. Und die Bildqualität, da arbeite ich auch noch dran. Aber mir hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht. Und ich denke, das ist auch so am authentischsten. Da kriegt man auch mit, wie ich am Anfang vielleicht eines Spiels Spieler bewerte, wie sich das im Laufe eines Spiels entwickelt. Und ja, schaut euch das gerne an. Ihr findet das auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal. So, das war jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Aber ich habe mich extra beeilt und schnell gesprochen. So, weiter geht's. Und wir haben ja verdient gewonnen, auf jeden Fall. Und trotzdem gibt es wieder einige Sachen, die man bemängeln kann beim Spiel. Aber das habe ich alles in der Analyse gesagt. Halbzeit zugelassen haben, da waren wir nicht aufmerksam genug in dem Zupacken und in der Schließbewegung bei zweiten Bällen, weil Darmstadt sehr schnell in die Doppelspitze dann auch gespielt hatte auf die zweiten Bälle. Und dann gingen eigentlich die Torchancen durch unsere Mitte durch. Da waren wir nicht aufmerksam genug, waren wir, ich denke, vielleicht auch ein bisschen zu ja, komfortabel im eigenen Ballbesitz und haben gedacht, wir lösen das nur damit. Wir hatten uns einmal Manu dann im Spiel gehalten, ganz am Anfang und einmal hatten wir Glück mit der Latte. Aber über die Summe haben wir eine gute Woche gehabt. Man merkt, dass die Kadersituation sich einfach deutlich entspannt. Wir haben jetzt das zweite Spiel. Ja, die Kadersituation entspannt sich. Sorry Leute, ich muss sofort unterbrechen. Aber ein Leroy Sané spielt trotzdem wieder von Anfang an, obwohl er die ganze Zeit Wehwehchen hat. Wie es ein Tuchel ja selber beschrieben hat.
Aber nein, man muss natürlich auf einen Lieber setzen, weil er ist ja anscheinend so feinfühlig und ist dann vielleicht eingeschnappt oder weiß ich nicht was. Weil mit der Leistung, damit kann das ja absolut nicht begründen, ein Herr Tuchel. Also muss es ja irgendwas Zwischenmenschliches sein und sorry, also geht mir alles zu weit. Ich verstehe es nicht mehr. Dann wird ein Saragossa, den haben wir noch gar nicht groß gesehen diese Saison, der wird dann einfach zu Hause gelassen. Ja, wenn du nicht auf Saragossa setzen willst, dann hättest du halt Gnabry von Anfang an bringen können oder hättest eine andere Grundformation gestellt. Aber ich kapiere es nicht. Ich habe auch schon in der Spielanalyse da ganz viel zu gesagt. Ich habe sogar einen Short, ja genau, einen Short dazu hochgeladen. Aber da kommt bestimmt gleich noch Fragen. Aber dann fragst du dich auch, ja, jetzt haben wir den Kader und jetzt wird Leroy wird jetzt bis zum Viertelfinale Arsenal durchgeschleppt, damit er dann anscheinend komplett im Arsch ist. Ich kapiere es einfach nicht. Es geht nicht in meinen Schädel rein. Ja, ich bin tiefenentspannt, aber das nervt mich. Ja, ich bin Klugscheißer, trotzdem nervt mich das. Dem der Kader voll ist mit Lizenzspielern, wir haben eine neue Konkurrenzsituation, wir haben Konkurrenz. gute Stimmung, gute Qualität im Training und sind froh, dass wir unseren Lauf fortsetzen konnten mit nach den Siegen gegen Lazio und gegen Mainz und ja, hoffen jetzt, dass alle aus der Länderspielpause unverletzt zurückkommen. Vielen Dank, Thorsten. Bitte deine Sicht auf die vorangegangenen 90 Minuten. Ja gut, unser Kader ist nicht ganz so voll. Es ist eher dezimierter, aber die Jungs, die sich heute auf dem Platz präsentiert haben, haben natürlich auch Fehler gemacht. Deswegen verliert man ein Spiel, aber haben auch einige gute Sachen gemacht und vor allem haben wir eine Teamleistung gezeigt, die hätte auch durchaus belohnt werden können, gefühlt. Klar. Sorry, dass ich dich da unterbreche, Herr Lieberknecht. Ja, wenn wir da ein bisschen Pech haben, steht es in der Halbzeit 2-2, ne? Müssen wir mal ehrlich sein. Da ist die Chance zum 2-2, die machen sie nicht rein. Ja, es war trotzdem verdienter Sieg und alles gut. Trotzdem habe ich ja schon dann in der Halbzeitpause in der Analyse gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall steigern und das haben wir ja dann auch. Und Musiala hat dann besser ins Spiel gefunden, aber das hat. Ach, Goretzka war diesmal gar nicht richtig drin, also im Vergleich zum letzten Spiel. Aber ich gehe hier gerade schon wieder in die Analyse. Wir wollten ja auf die PK reagieren. Ich habe schon wieder ein Laberflash. I'm sorry. Torchancen da, aber gefühlt ist es ein, zwei Tore, wenn man so das sagen darf, ist der Sieg irgendwie gefühlt zu hoch ausgefallen. Aber in einer Ausnahmemannschaft mit einem dann noch einen Ausnahmespieler Musiala ist es eben so, wie es ist, dass du dann ja, die Tore kassierst. Gab auch die angesprochene Lattensituation von Oskar Williamson. Mit diesem Doppelschlag dann vielleicht das 2-2 zu machen, die Möglichkeit. Das ist das, was ich gerade meinte. Genau, da kann es dann 2-2 stehen. Ein bisschen Pech geht der an die Unterlatte und knallt rein. Ja, aber gut, heißt ja trotzdem nicht, dass wir dann das Spiel nicht gewinnen. Vor allem mit der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Ja, und Musiala hat sich auf jeden Fall dann krass gesteigert. Und er hatte auch heute so, beziehungsweise gestern dann auch so das richtige Gefühl dafür, wann mache ich diese Einzelaktion, wann trenne ich mich vom Ball. Das war schon klasse. Weil da zwei Tore haben wir geschossen, haben glaube ich auch weiter uns in viele Sachen dann auch reingeworfen. Deswegen, das eine sind die Torchancen, das andere ist eben, wie man sie vereitelt und das haben wir heute gezeigt. Wir haben uns dann auch um den 16er, im 16er eben in diese Bälle reingeworfen, um zu vereiteln und das war total wichtig, um einfach heute auch und das war eigentlich das. Mit unter anderem mit das Wichtigste, auch wenn wir ein Spiel gewinnen wollen, dass man insgesamt in dem Stadion einfach gemerkt hat, dass dieser Zusammenhalt da war und dass dieses Spiel total wichtig war, einfach als Ergebnis für Darmstadt, für die Fans und für uns als. Ja, wird aufregend, ne? Ich weiß nicht, ob die noch eine Chance haben, da zu bestehen in der Liga. Relegationsplatz. Sorry, Darmstadt-Fans, ne? Aber ja, es war auf jeden Fall eine Mannschaftsleistung zu erkennen, dass die wollten, die haben gefightet, die haben gekämpft. Und du musst nicht gegen Bayern München gewinnen oder unentschieden spielen. Da hast du andere Gegner noch in der Liga. Darum sollten sie auf jeden Fall darauf aufbauen, denke ich auch. Aber ich bin da zu wenig drin in Darmstadt. Kann man was Falsches raushören. Ich bin da einfach zu wenig im Thema und auch habe da einfach auch zu wenig Spiele geguckt. Im Endeffekt ja nur die gegen uns.
um das einschätzen zu können. Aber das wird schon ein hartes Brett, da in der ersten Liga noch irgendwie drin zu bleiben. Aber ja, sei es ihnen gegönnt. Aber gut, ich will dafür für keinen jetzt besonders die Daumen drücken. Wobei ich ursprünglich aus dem Kölner Raum komme, darum schlägt bei mir immer noch so ein kleines Kölner Herz, logischerweise. Darum würde ich es Köln natürlich am meisten gönnen, da bin ich dann schon ehrlich. Mannschaft. Danke auch dir. Dann ist nun Zeit für eure Fragen. Die erste Hand schnell direkt hoch. Genau da bitte. Verbot mit der Bitte um Namen und Medium. Oliver Jensen von RAN unter anderem. Frage an Herrn Tuchel. Sie hatten vorm Spiel gesagt, Sie glauben ja nicht, dass man stolpert. Sind Sie auch nicht? Haben Sie aber kurz bei 0-1 gedacht, es könnte doch so ein sehr unglückliches Spiel am Ende werden, dass man doch wieder gegen Gegner Probleme haben könnte? Das weiß ich, dass das immer passieren kann. Und das habe ich auch im vollen Bewusstsein gesagt. Ich wollte auch nicht in keinster Weise Darmstadt herabsetzen oder damit ausdrücken, dass das sowieso klar ist. Ich habe nur, ich sehe nur unsere Leistungen und ich sehe unsere Kadersituation. Und deshalb galt erstmal Vertrauen in uns, Selbstvertrauen zu haben. Wenn es war klar, was der Anspruch war, das Spiel hier zu gewinnen. Und das haben wir getan. Wir haben uns Chancen rausgespielt. Ich glaube, wir haben sogar ein reguläres Tor geschossen am Anfang, aus meiner Sicht, kann sein. Ja, auf jeden Fall. Thomas, ich gebe dir ja nicht häufig recht, aber da gebe ich dir recht. Also wo Kane das Tor macht, wo Müller von einem Darmstadt-Verteidiger-Spieler in den Torwart reingedrückt wird, geschoben wird und der Schiri pfeift faul von Müller am Torwart? Hä? Aber Müller kann doch gar nichts dafür, musst du weiterspielen lassen. Und dann macht Kane das Tor, was er sehr wahrscheinlich auch gemacht hätte, wenn nicht unterbrochen wurde. Klar, kann man immer schwierig einschätzen. Haben die Darmstadt-Spieler da zum Teil abgeschaltet, die Abwehr? Glaube ich aber eher nicht. Und da pfeifst du da irgendwie auf Foul von Müller. Also bei Müller hast du gemerkt, er hatte schon so eine kleine Krawatte auf den Torwart oder so einen dicken Hals, was das angeht. Verständlicherweise, ich hätte auch zu viel gekriegt. Sein, dass das nicht so war. Ich weiß, dass alles passieren kann. Wir hatten jetzt oft genug Spiele, wo das Momentum komplett aus dem Nichts gekippt ist auf die andere Seite. Das war heute nicht der Fall und deshalb fühle ich mich bestätigt. Wir haben verdient gewonnen. Der Spielverlauf war so, dass wir erstmal in Rückstand waren, aber wir haben nicht den Kopf verloren. Wir haben weiter nach vorne gespielt, wir haben weiter Torchancen rausgespielt und dann wurden wir uns irgendwann belohnt und die Tore gemacht. Deshalb alles gut. Timo Müller, nicht zu ergänzen. Herr Lieberknecht, wenn man jetzt heute nur auf die Tabelle schaut, dann ist der Abstand zu Platz 16 erstmal signifikant gewachsen. Wenn man jetzt aber Ihr Spiel hier sieht, die Atmosphäre, die Sie angesprochen haben, die positiven Dinge, ist trotzdem der Glaube, es noch schaffen zu können, gestiegen heute? Also Fakt ist erstmal, wir sind enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Es gibt trotzdem eben diesen Moment in einer sehr, sehr herausfordernde Saison, dass wir auch, was unsere Fans angeht, heute probiert haben, eben da auch wieder, obwohl es nie das Gefühl da war, dass wir jetzt uns auseinander... Also für die Bayern-Fans, die nur Tuchel jetzt hier hören wollen, ich finde, es gehört sich einfach der Anstand da, dass man jetzt auch den gegnerischen Trainer sich hier anhört. Da müssen wir jetzt durch, Leute, ne? Manchmal kann ich ja dann auch ein bisschen was dazu sagen, wenn mir da was Schlaues einfällt. Aber ich finde, das gehört sich einfach. Jetzt hier einen Lieberknecht vorzuspulen, fände ich schon ein bisschen sick. Und er wird jetzt hier ja jetzt nicht eine 5-Minuten-Antwort geben. Und ich gehe davon aus, dass die nächste Frage dann auch wieder an Thomas ist. Bitte zu Sané, es wäre ein Spaß. Dividieren. Es gab eben dieses Augsburg-Spiel und viele Diskussionen, aber heute hat man gemerkt eben, dass wenn man was Großes weiterhin erreichen möchte und die Theorie besagt es eben, dass das alles noch machbar ist, dann sollte man auch dran glauben und das eben halt auch als Gemeinschaft versuchen in einer schwierigen Liga mit den ganzen Herausforderungen, die wir uns stemmen müssen, eben da nicht nachzulassen. Also von daher haben wir jetzt, wie ich fand, in Leipzig einen kleinen Anfang gemacht, haben heute wieder ein paar Dinge gesehen, die wir gut gemacht haben. Die Frage ist, weiß ich jetzt gerade nicht, gegen wen Darmstadt als nächstes spielt, kann ich mal, während Lieberknecht hier am Quatschen ist, könnte ich das mal kurz auf dem
Handy bequatschen. Ja, ich habe auch wieder einen tollen Kommentar gekriegt unter einem Video von mir. Da fasse ich mir auch an den Kopf, ne? Menschen, die über Fußball reden, haben den Paukenschlag nicht gehört. Ja, Leute, die solche Kommentare schreiben, haben anscheinend nichts anderes zu tun, als Menschen, die den Paukenschlag noch nicht gehört haben, sich dann so ein Video anzuschauen. Hä? Was? Ich reiß nicht. Aber gut, das nur als kleiner Lückenfüller. Wie gesagt, wir haben auch Fehler gemacht, sonst hätten wir nicht das Spiel dann auch verloren. Dann gibt es eben halt auch so eine Entscheidung wie vor dem 3-1, wo aus meiner Sicht eben ein klares Foulspiel auf der rechten Seite an Jannik Müller vorliegt und es muss abgepfiffen werden im Gegenzug, müssen wir weiterhin verteidigen, fällt aber das 3-1 und das ist eben halt auch nicht zu verschweigen, sondern eben halt auch mit aufzunehmen in die Spielgeschichte. Erik Dobias, DPA. Ja, Herr Tuchel, Sie haben gerade gesagt, Sie hoffen, dass Ihre Nationalspieler alle gesund von den Länderspielen zurückkommen. Man hatte aber den Eindruck, dass der eine oder andere schon gar nicht gesund dorthin fährt. Also Stichwort Harry Kane, der ist... Sorry, ich habe gerade geguckt. Also Darmstadt spielt nächsten Spieltag sonntags in Bochum. Das heißt, wenn du da irgendwie noch eine Chance haben willst, da unten musst du natürlich so ein Spiel, ja, musst du eigentlich dann gewinnen, ne? Also... Ja, doch, da bleibe ich bei. Gegen Bochum musst du dann gewinnen, weil mit wem willst du dich denn sonst da groß messen? Also Darmstadt, haut mal rein, aber ich drücke natürlich da Bochum eher die Daumen, weil da haben wir ja eine gewisse Fanfreundschaft zu. Darum tut es mir dann leid. Danach drücke ich dann wieder euch die Daumen. Umgeknickt, haben Sie da schon was Genaueres, was Sie mitteilen können? Nein, der ist im Tor umgeknickt, im Tornetz hat sich einen Knöchel umgeknickt und hat den jetzt auch komplett gekühlt mit Eis. Mal, die PK findet direkt nach dem Spiel statt. Was sind das immer für Fragen? Soll jetzt der Tuchel, der muss doch erstmal untersucht werden, der Spieler, oder? Also, ja, man kann vielleicht groß schon mal Entwarnung geben, okay, das ist vielleicht manchmal möglich. Aber trotzdem, mal guck mal, da rutscht mir schon vor lauter Schreck mein Bayern-Trikot hier weg. Aber trotzdem musst du doch erstmal schauen und eine genaue Diagnose dir da einholen. Ich gehe davon aus, das habe ich ja schon während der Analyse gesagt, dass das sehr wahrscheinlich nichts Schlimmes sein wird. Aber solche Fragen dann immer zu stellen, das ist immer so, ja, okay, ist irgendwie denen ihre Aufgabe. Manchmal kriegst du ja auch eine Antwort, ja, sieht nicht gut aus. Einerseits denke ich dann immer, ja, die haben ja, ich wüsste nicht, in welchem Stadion eine MRT-Röhre oder ein Röntgengerät ist. Vielleicht ein Röntgengerät? Nee, eigentlich auch nicht. Also, ach ja, ihr Pressevertreter, es ist, stellt doch mal interessantere Fragen. Bitte zu Tuchel, sage ich schon, zu Sané jetzt. Oder was sagen Sie zur Kimmich-Leistung? Da waren ja einige Sachen wieder dabei, die mir nicht so gefallen haben. Und warum kamen die Flanken dieses Spiel nicht rein? Und warum muss ein Kimmich, wenn wir vorne links einen Freistoß haben, dahin laufen und neben Guerrero stehen, während er den Freistoß ausführt? Solche Fragen möchte ich hier hören. Und warum ist ein Saragossa zu Hause gelassen worden? Kannst du mir auch erklären? Noch keine Diagnose natürlich. Müssen wir abwarten. Wir hoffen, dass das bei dem Schreckmoment bleibt. Und Alexander Pavlovic ist Auge zugeschwollen. Da hoffen wir auch, dass kein Bruch oder so, dass meine Prellung bleibt. Habe ich jetzt aber keine genauen Diagnosen. Da brauchen wir ein bisschen Zeit dafür. Stefan Köhlein, Kicker und hier im Block. Ja, Frage an Thorsten. Zu Personalien gibt es ja auch mit Christoph Klarner eine Verletzung. Das sah nicht gut aus in der Mixzone. Mit dem Knie war es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Gibt es da schon nähere Erkenntnisse? Nee, noch nicht. Bin ich noch nicht so weit durchgedrungen bei uns, was er jetzt genau hat. Ich glaube, dass es nicht unbedingt direkt das Knie ist, sondern eher die Muskulatur ums Knie herum. Da gab es, glaube ich, nach einem Foulspiel eben die Prellung über der Kniescheibe. Aber ich glaube, dass das in der Pause jetzt bis Bochum wieder machbar sein wird. Dann nochmal die letzten beiden Fragen. Wir gehen nochmal zum Kollegen von Kicker, Liam Block, danach nochmal zu ran. Dankeschön. Zwei andere Personalien. Bei Matej Maglica hattest du dich auf der Pressekonferenz gestern noch relativ optimistisch geäußert. Das war aber die Verletzung dann doch zu schwer. Und bei Luca Pfeiffer
Waren das sportliche Gründe oder gab es da auch eine Blessur, dass er heute nicht im Kader stand? Nee, das war jetzt heute einfach... Ja, das sind doch mal Fragen. Das sind doch mal richtige Fußballfragen. Könnt ihr die bitte auch mal an den Tuchel stellen? Wir kriegen ja nur Bullshit-Fragen gleich wieder hier. Herr Tuchel, warum hatten Sie heute nicht Ihren Koffer dabei? Sitzen Sie schon auf gepackten Koffern? Der Kadersituation geschuldet. Ich habe mich für andere Jungs heute entschieden, den Kader so zu bestücken, wie wir ihn eben heute gesehen haben. Bei Mate war es mir einfach noch ein bisschen zu wenig in der Trainingswoche. Bei Luca hoffe ich, dass er heute eben halt auch nochmal so einen Reiz bekommt, zu sagen, so, ich bleibe dran und versuche alles weiter aus meinem Körper rauszuholen und zu helfen, dass wir als Mannschaft die Relegation zumindest erreichen. Frage an Herrn Tuchel. Sané ist in der Halbzeit gar nicht oder fast nicht in der Kabine gewesen, hat sich warm gemacht, kann man nicht sagen, aber wollte im Flow bleiben oder was steckte dahinter? Ja, warm geblieben, weil er zu spät damit... Er wollte im Flow bleiben. Der war doch gar nicht im Flow. Wie soll er denn da im Flow bleiben? Er wollte sich vielleicht in Flow bringen. Ja, du... Warte, lass mir ihn erstmal antworten. Sané, der Never-Ending-Story. Echt, bitte, 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 bitte verkauft ihn nach dieser Saison. Ich kann es mir nicht mehr geben. Es sollte ein Ribéry-Robben-Ersatz werden. Es hat nicht funktioniert. Seit 3 Jahren bei uns. Wir sehen jede Saison 10 bis 15 gute, zum Teil sehr gute Spiele und die restlichen 25 bis 30 Spiele ist dann einfach nicht Bayern-Niveau. Tut mir leid. Und dann hat er mal in einem Spiel seine Aufblitzereien und dann ist es wieder, rups, fällt es wieder ab. Und jetzt, klar, jetzt müssen wir ihn ein bisschen entschuldigen. Er ist zurzeit angeschlagen anscheinend, aber ja, er spielt ja dann trotzdem. Dann müssen wir den Trainer da wieder irgendwie in die Pflicht nehmen. Aber gut, zum Trainer fällt mir ja schon länger nichts mehr ein. Der ist so zum Teil so widersprüchlich und dann sagt er, ja, wir haben jetzt die Konkurrenz in der Mannschaft und dann spielt ein Sané trotzdem wieder. Ja, wenn er wenigstens Leistung zeigen würde mit seinen Wehwehchen, ja, dann ist ja okay. Also ich glaube, ein Scholl hat früher nur Wehwehchen gehabt und ein Robben und dann haben sie aber trotzdem ihre Leistung gezeigt. Aber es kriegt ein Sané ja nicht auf die Bahn, also auf die Kette oder wie man es auch nennen mag. Seinen ganzen Wehwehchen und hat das Gefühl, dass es für ihn... einfach angenehmer ist, wenn er drin bleibt und weiter was macht, damit er nicht da wieder von mehr oder weniger nach der Viertelstunde neu starten muss. Und das war der Grund, deshalb hat er darum gebeten, nach der kurzen Ansprache nochmal rauszugehen, haben wir ihm dann gestattet. Schlau von Sané, der wollte sich das Gequatsche von Tuchel in der Halbzeit nicht anhören. Das ist eigentlich eine gute Strategie. Bayern-Spieler, schaut euch das mal ab. Ja, ist okay, wenn er meint, so... Wenn es da irgendwelche wichtigen taktischen Anweisungen an Sané gegeben hätte oder hätte geben müssen, dann hätte Tuchel ihm die bestimmt mitgeteilt. Einerseits verstehe ich es trotzdem nicht so richtig. Gut, wenn er das braucht gerade, aber eigentlich hätte Sané eine Sache zur Halbzeit gebraucht. Jetzt kommt's. Das Allerwichtigste in der Halbzeitpause wäre gewesen, einen Leroy Sané einfach mal auszuwechseln. Schon zur Halbzeit. Aber das kriegt ein Herr Tuchel ja schon, es geht ja am Wippen hier, das kriegt ein Herr Tuchel ja schon die ganze Saison nicht hin. Das rede ich schon wie Rainer Kallmund. Immer wieder müssen wir uns anschauen, wie Spieler, die keine Leistung zeigen in einem Spiel, bis zur 60., 70., zum Teil 80. Minute durchgeschleppt werden. Warum kann man nicht mal einen Spieler, jetzt wo wir ja sogar den Konkurrenzkampf in der Mannschaft haben, einfach nicht mal zur Halbzeit auswechseln? Ist der Spieler dann eingeschnappt und sagt zum Trainer, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich komme nicht mehr zum Training? Ey, ich kapiere es nicht. Nein, wir ziehen das immer wieder durch. Herr Tuchel, ich kapiere Sie nicht. Danke, dass Sie nach dieser Saison wechseln und ich mir das nicht länger anschauen muss. Wenn Spieler nicht mehr kann, aus Wehwehchen Gründen oder keine Leistung zeigt, weil er keinen guten Tag hat, ja, dann wechsle ihn doch einfach aus. Wir dürfen doch jetzt 5 Wechsel oder wie viele waren es machen? Ja, echt geil. Ich reiz nicht. Ruhig, Olli, ganz ruhig bleiben. Okay, dann sind wir durch. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Hier ist noch eine. Na, kommt mal eine Frage. Okay, dann die allerletzte Frage. Alex Westhoff. Du hast so keinen Bock. Der will am liebsten jetzt. Ja, komm, ey. Ich bleib aber stehen bei der Antwort dann. WZ.
Frage des Tages an beide Trainer. Vielleicht eine kurze Einschätzung. Ein Spieler wie Musiala an so einem Tag wie heute, was heißt es, ihn im Team zu haben und gegen einen zu haben? Ja, also gegen so einen Spieler zu spielen ist total schwierig, weil du ihn immer schwer einschätzen kannst, und so einen Spieler im Team zu haben ist total klasse. Danke für die Frage. Dafür hat er sich jetzt nochmal hingesetzt. Stell doch mal besser die Frage zu Saragossa oder wie sich ein Gnabry entwickelt und so weiter und so fort. Was zum Kimmich, habe ich eben schon alles gesagt. Was wiederhole ich mich hier? Ja, wenn man nicht direkt beteiligt ist als gegnerischer Trainer oder gegnerische Mannschaft, dann ist es ein Hochgenuss, dem Jungen zuzuschauen. Und Deutschland, die Nationalmannschaft, kann sich von höchsten Wert glücklich schätzen, dass wir so einen Spieler haben, und er wird die Mannschaft mit zur Europameisterschaft führen, wenn sie nicht sogar Europameister werden mit ihm. Wow. Sorry Leute, wenn ihr mein Lachen nicht auch könnt. Das war cool von Tuchel. Wow. Geiler Kommentar, Thorsten. Herr Lieberknecht. Wow. Ah, sehr gut. Zum Europameister führen. Ey, dein Wort in Gottes Ohr. Von mir aus machen wir das so. Dann brauchen wir aber auch noch eine Leistungssteigerung in der Nationalmannschaft. Wir haben jetzt ja erstmal Länderspielpause. Ja, gut, haben wir jedes Jahr. Da bin ich nicht der Typ, der deswegen jammert. Haben alle Mannschaften mitzukämpfen, die im oberen Tabellendrittel, sage ich mal, sind, die Top-Teams. Ist bei allen so, darum müssen wir uns darüber nicht beschweren. Und danach wartet dann auch schon Dortmund, beziehungsweise wir warten auf Dortmund, weil wir ja in München spielen. Ist eigentlich das perfekte Spiel, ne? Kannst du nicht unterschätzen, muss direkt wieder hot sein, muss direkt wieder brennen. Und ich denke, die Länderspielpause wird uns da auch nicht irgendwie groß in die Quere kommen. Das wird nicht das Problem sein. Ne? Klar darf sich keiner verletzen von den Spielern, vor allem von den Leistungsträgern. Also wenn jetzt ein Pavlovic verletzt zurückkommt und am besten noch ein De Ligt und ein Dyer spielt ja, glaube ich, nicht mehr zur Zeit Nationalmannschaft, und Kane und so, ja, dann, ich meine, Kane darf sich sowieso gar nicht verletzen, aber das hat er ja auch, glaube ich, im Vertrag stehen. Herr Kane, Sie dürfen keine Verletzung diese Saison von sich ziehen. So, das steht schon mal fest. Aber ja, es wird auf jeden Fall direkt ein interessantes Spiel am 30.03. der Samstag um 18:30 Uhr. Das ist wieder für mich eine total beschissene Uhrzeit. Muss ich mal gucken, wie ich das mit meiner Reaction-Spielanalyse live beim Spiel schaffe. Wenn nicht, muss ich das ein bisschen zeitversetzt gucken, das Spiel, und alle anderen Medien ausschalten. Ja, und jetzt bin ich schon wieder am Quatschen. Geht mal kurz das Licht aus. Ja, Jamal ist jetzt in den letzten Wochen sehr spielentscheidend. Wir waren wir sind immer mit ihm zufrieden. Das Potenzial ist klar, ist herausragend, aber die Effektivität war diese Saison lange nicht so, wie es auch gewohnt war und wie es auch möchte. Jetzt fühlt er sich sehr wohl, fühlt sich fit, fühlt sich auf der Position wohl, und die Automatismen greifen ein bisschen besser, und deshalb ist er sehr spielentscheidend jetzt für uns, war heute auch wieder spielentscheidend. Die ganzen letzten Spiele kann er sich... Ja, auf jeden Fall. Da siehst du auf jeden Fall eine Leistungssteigerung im Verlauf der Saison, ne? Wie oft der sich verzettelt hat in irgendwelchen Hackespitze 1, 2, 3 Aktionen, sich nicht vom Ball getrennt hat. Und jetzt findet er, wie ich es ja schon auch in der Analyse gesagt habe, den richtigen Moment, sich zu trennen, den richtigen Moment zu erkennen, jetzt muss ich es alleine machen. Und dann klebt auch der Ball am Fuß, ne? Also es ist echt grandios bei dem. Den mit Wirtz zusammen bei uns würde ich ja schon fühlen, ne? Aber ja, ich glaube, Wirtz, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja sein Vater da irgendwie sein Manager. Und da wurde ja, glaube ich, schon gesagt, dass er noch in Leverkusen bleiben wird. Was auch, glaube ich, genau das Richtige für den Jungen ist. Aber ich würde es fühlen. Und damit Pavlovic im Verbund, könnte die Zukunft von München sein. Aber wollen wir nicht über andere Spieler reden. Lass uns froh sein, dass wir einen Musiala haben und dass wir den hoffentlich noch lange bei uns haben werden. Und dass dieser Junge sich noch weiterentwickelt und weiterhin so schöne Tore schießt und so schöne Tore vorbereitet. Auch die Vorbereitung auf Gnabry, wie er da die Gasse erkennt, den Ball durchspielt. Gnabry läuft richtig gut rein und kriegt ja im letzten Moment noch den Schuss hin. Richtig gut, richtig gut. Wirklich auf ihn verlassen, ist fleißig. Ein gutes Niveau jetzt erreicht, sehr, sehr gutes Niveau. Auch die Mischung zwischen Dribblings, zwischen Passspiel und die Entscheidungsfindung ist jetzt gerade sehr, sehr gut. Und wir hoffen, dass er das Niveau jetzt so halten kann. Wir werden ihn weiter pushen, weil er dann natürlich für uns so wie heute entscheidend ist und auch entscheidend sein soll.
Jetzt sind wir aber endgültig durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, den Bayern und Herr Tuchel. Alles Gute für die kommenden Aufgaben. Ich warte noch, ob nicht doch noch eine Frage kommt. Ne, das war's an Fragen. Ja, so, ich mache mich wieder ein bisschen größer. In voller Größe zu sehen, auch wenn ich nicht der Größte bin. Ja, ich fand die PK jetzt nicht so krass interessant. Gut, bei Sané wurde es nochmal ein bisschen lustig, aber das Thema ist auch jetzt echt... Ups, mir geht schon wieder einer ab hier. Olli, Mensch, tacker das doch mal fest, das Trikot. Sané, Neverending Story. Ich krieg einfach nur noch die Motten, wenn es darum geht. Wenn Spieler allgemein nicht ausgewechselt werden, wenn sie keine Leistung bringen, wenn sie dann auch noch schon seit mehreren Wochen irgendwie leichte Blessuren, Verletzungen, Wehwehchen mit sich mitschleppen und nicht mal diese Auszeit kriegen. Er muss eine Rotsperre bei der Nationalmannschaft, sorgt jetzt Gott sei Dank mal dafür, dass sich dieser Spieler mal ein bisschen schonen kann. Sonst hätte sich das Ganze ja noch länger hingezogen. Das sind jetzt dann knappe 2 Wochen, die er sich mal ausruhen kann. Ich denke, das tut dem Jungen ganz gut. Vielleicht ist er da ein bisschen mehr im Saft danach wieder. Warten wir es ab. Schwer einzuschätzen, finde ich gerade. Ja, und sonst war soweit in Ordnung die Pressekonferenz. Freunde, bevor ich mir jetzt noch den Mund fusselig rede, wir sehen uns beim nächsten Bayern-Spiel, bei der nächsten PK, vor dem Dortmund-Spiel dann. Ich schaue mal, vielleicht bringe ich sogar eine kleine Reaction zur Nationalmannschaft raus. Da haben wir ja zumindest einige Bayern-Spieler mit drin. Das kann man dann so ein bisschen noch hier auf diesem Kanal vielleicht laufen lassen. Aber ich weiß es noch nicht. Ich muss mal schauen, wie ich es zeitlich hinkriege, ob ich das alles so gebacken kriege. Aber spätestens beim Dortmund-Spiel bin ich wieder da. Vielleicht lade ich noch ein paar Shorts hoch. Vielleicht... Ich bin am Überlegen, ob ich ein paar Reactions mache auf Videos vom YouTube Bayern-Kanal. Da bin ich gerade noch am Überlegen, auf was ich da reacten könnte. Ich habe auch schon die Sportbild angeschrieben, weil ich gerne hier und da mal auf Reif ist live reagieren würde. Da sind manchmal auch interessante Aussagen dabei, vor allem auch interessante Fragen von der Bild. Da hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich darauf eine Reaction machen möchte. Aber da muss ich mir, glaube ich, vorher das Okay abholen, sonst wird das Video hier gestrikt bei YouTube und da habe ich keinen Bock drauf, dass ich hier mich eine Stunde hinsetze, eine Reaction mache und dann wird es wieder gesperrt. Das macht halt gar keinen Bock dann. Dann könnt ihr es nicht sehen und ich habe es dann umsonst aufgenommen und hier umsonst mein Greenscreen und alles aufgebaut. Da schaue ich mal. Also ihr werdet einiges noch in Zukunft hier an Reactions, an Videos, an meinen Meinungen zu spielen, live Analysen und so weiter zu sehen kriegen. Also wenn ihr Bock habt, bleibt gerne auf meinem Kanal, schaut euch das gerne an. Und wenn nicht, wünsche ich euch auch eine schöne Zeit auf YouTube. Es gibt auch andere coole Kanäle. Ja, und in diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und ja, macht es gut, schwingt den Hut. Ciao, ciao.